So, oh, meine Frisur sieht auch super wieder aus. Neuer Tag, neues Glück. Tag 3, glaube ich, Dienstag. Gerade aufgestanden. Okay, es ist schon 12 Uhr durch. Ich schlafe ja gerne etwas länger. Allerdings konnte ich heute wenigstens mal in Ruhe frühstücken, weil habt ihr ja gestern gesehen. Ah, oder habt ihr im letzten Video gesehen, der Tisch steht und das war heute deutlich komfortabler als gestern. Das erste, was ich ausprobiert habe, ist mit meiner neuen Kaffeemaschine Kaffee zu machen und in der Beschreibung stand extra bei, die ersten 4, 5, 6 Tassen sind noch nicht die Qualität, die man eigentlich erwarten würde. Aber die waren schon sowas von Bombe. Also nichts im Vergleich zu einer ganz normalen Filtermaschine. Und da habe ich mir direkt nochmal einen Cappuccino gemacht mit so Milchschaum. Alter, war das geil. Ohne Scheiß, die Maschine hat sich die. Ah, da ist ein Kabel runtergeflogen. Hat sich definitiv mal gelohnt. Wollte ich nochmal so sagen. Ja, dann habe ich gerade noch mal schnell bei meinem Mobilfunkanbieter angerufen. 1&1 ist ja kein Geheimnis, ist doch scheißegal. Weil ich habe da gestern Nacht mal ein bisschen geguckt und was sie so für Tarife haben. Und es gibt ja sowas, das nennt sich LTE. Ich glaube, die meisten kennen das, wissen genau, was das ist. Für mich ist das. Ich kenne das nicht, ich habe das noch nicht mal. Hab da jetzt angerufen, gefragt, können wir da nicht was machen? Weil ich zahle momentan, glaube ich, 22 Euro im Monat, habe dafür 1 Gigabyte Datenvolumen und kein LTE und ich glaube 100 Freieinheiten, SMS und oder Minuten. Gut, brauche ich sowieso nicht, aber egal. Und jetzt bieten die mir einfach so an, ja, für die ersten 12 Monate für 9,99 Euro LTE 3 Gigabyte und Allnet Flat, das heißt Flat ins deutsche Festnetz und ins Mobilfunknetz und nicht nur 100 Minuten, sondern komplett und danach ich glaube, nee, die ersten, nee, 14,99 und danach die ab dem 12. oder ab dem 13. Monat dann 19,99 ohne Bearbeitungsgebühr. Also 1&1 Ast rein. Da habe ich schon deutlich Schlimmeres erlebt und keine Wartezeit. Ich habe angerufen, wollte das Handy gerade wieder weglegen, weil eigentlich ist ja eine Warteschlange normal. Nö. Ach nein. Und nein, ich kriege dafür kein Geld. Ich sage das einfach aus Überzeugung, weil ich sowas eigentlich nicht kenne, dass das so einfach geht. Egal, so, heute sollte eigentlich auch mein Router kommen, damit ich wenigstens ein bisschen Internet habe. Was ich gestern Nacht allerdings noch festgestellt habe, ich kann mein Handy ja als WLAN-Router nutzen. Das habe ich mal ausprobiert, habe ich dann irgendwie so aktiviert und dann konnte ich mit meinem Tablet nämlich über das WLAN ins Internet, über das Handy, frisst die eine Menge Datenvolumen, aber es geht. Also hätte ich theoretisch auch den PC über WLAN und. Ja, ist egal. Es funktioniert. So, und heute ist dran. Kleiderschrank kriege ich nachher noch Hilfe. Das mache ich jetzt nicht, aber ich versuche jetzt mal ein bisschen in meinem Gaming-Room ein bisschen Gas zu geben, ein bisschen aufzuräumen, ein bisschen herzurichten, damit den PC auch mal wieder ein bisschen nutzen kann. Und ganz wichtig, die Lampe, sie hält. Also dieses Klettband von Tesa, Alter, finde, das hält Bombe. So. Jetzt heißt es arbeiten, ich stelle euch irgendwo hin und ich habe keine Ahnung, was ich mit den anderen Aufnahmen mache oder wie ich das mache. Vielleicht mache ich einen Zeitraffer. Ich habe keine Ahnung. Ja. Schauen wir einfach mal nicht. Im Hintergrund läuft übrigens American Pie. Da ich immer noch kein Fernsehprogramm habe, gut, kommt eh nur Müll. Ich habe so viel DVDs, so viel Filme, naja, so viel Serien nicht, aber ich habe einige Serien. Also da kann ich mich satt gucken. Und warum nicht mal ein paar alte Filme rausgraben? Neue Filme lohnen sich eh nicht, weil ich habe nur die Standardboxen noch vom Fernseher. Das kommt nicht so geil rüber, aber ist egal. So.
Mein Router kommt. Schubdidu. Hermes ist da. Schubdidu. Router? Doch. Router, yeah. Jetzt klingelt's gleich. Da schmeiße ich doch vor Freude mal die Kamera hin. Na ja, gut, die steht hier aber auch richtig beschissen. Stehen bleiben. Stühn, Router ist da. So, den packe ich aber gleich jetzt raus. Hier geht es weiter. Womit? Mein Fernseher war lauter. Ich suche das DisplayPort-Kabel. Nee. Wohnzimmer-Schrankbeleuchtung. Wohnzimmer. Alter, 1000 Drill, Fantastillion. What the fuck? Brauche ich nicht. HDMI. Ganz modern. HDMI. Ich setze mich mal hin. HDMI. HDMI. Ah. Warte mal. Das ist Samsung. Ich habe eine Nachricht bekommen. Ernsthaft, ich telefoniere letzte Woche noch mit hier Möbelgeschäft, weil ich meine Küche abholen kann, weil ich es eigentlich gestern machen wollte, am Montag, das ging nicht. Ja, frühestens Donnerstag, jetzt kriege ich heute am Dienstag eine SMS, dass ich abholen kann. Transport habe ich aber erst am Donnerstag, also hole ich am Donnerstag ab. Naja, gut, halb so wild. Ach ja, DisplayPort-Kabel. Headset. Kopfhörer. HDMI. Die brauche ich hier eigentlich nicht. Fun Fact am Rande. Gestern hatte ich das Kabel noch in der Hand. Wo ist das Weiße denn jetzt im Kabel? So. Elgato zu Hauptmonitor, wenn das reicht. PC zu Zweitmonitor.
So, längeres Kabel. Hauptmonitor zu Elgato. So, dann brauche ich da noch Stromkabel, keine Ahnung, was das ist. DisplayPort-Kabel. Das ist hier irgendwo, nur ich weiß nicht wo. Das ist was anderes. Der Schreibtisch wird eh. Also ich habe mir überlegt, dass ich die beiden hässlichen Füße erstmal lasse und mir halt so eine Platte kaufe, die vielleicht sogar bis hinten hingeht. Und ich dann einfach die Füße als Füße benutze. Muss ja nur die Bohrung genauso machen wie da. Und dann habe ich den Schreibtisch quasi bis... bis hier hin. Also quasi von da bis hier. Da geht leider nicht. Die Tür muss irgendwie aufgehen. Aber das wäre geil. Und dann muss ich gucken, wie der Rest passt. Ich wollte nämlich hier den Playseat reinhauen. Oder eventuell auch ins Wohnzimmer, das überlege ich mir noch. Und die Couch, die alte. Aber dazu muss ich erstmal aufgebaut werden. Wo ist das DisplayPort-Kabel? Weiß ich, habe mir Millionen HDMI-Kabel bestellt, anstatt ich mir mal ein paar DisplayPort-Kabel bestelle. Wobei ich die gar nicht. Ich brauche nur eins. Mein Fernseher hat ja kein DisplayPort. Brauchst du ja nur für 4K. Oder du nimmst HDMI 2.0. Stehen bleiben. Ein bisschen nach rechts. So, ich suche mal weiter. Vor allem, ich will die Konsolen ja auch hier haben. Kiste, wo Maus, Tastatur und so weiter waren. Problem ist, es ist arschkurz. Ich glaube, es ist zu kurz. Das ist kacke. Das ist definitiv zu kurz. Das ist definitiv viel zu kurz. Anders. PlayStation 3. Ja, PlayStation 3. Ich brauche mehr Platz. Ich packe es erstmal mit Modem aus. Ach man, da steht noch meine Adresse drauf. Moment. So, Moment, ich mach das hier mal auf. So. So. Ah. Eins und eins, HSPA Plus Antenne. Ja, halt ganz wichtig. Schnellstartanleitung. Seht ihr überhaupt was? Ich glaube nicht. Jetzt seht ihr mehr. Klopapier,
Ah, hier wichtige Unterlagen, die durch nichts angehen. Hello Fresh. 30, will jemand 30 Euro Hello Fresh gedönst? Nein, ich nicht. Ihre SIM-Karte, Triple SIM, bitte hier frei rubbeln. Ach ja, für Internet, stimmt. Und da ist. Falunsch. Ach, das ist eine Fritzbox. Ich hab eine Fritzbox. Warte mal, wie geht das denn hier? So, natürlich. So und so. Ah, alles klar. Hier WLAN, Funknetz, Fritz, Kennwort. Ja, das wird hier alles. Fritzbox Kennwort, abrupt. Alles klar, könnt ihr ruhig sehen, weil das wird sowieso geändert. Fritzbox. Ja, da kommt DSL, davon, aha, Ah, so geht das also. Telefonkabel, ich kenne das ja noch nicht, bei uns hat mir Vater das immer gemacht. Strom, vor allem wir hatten nicht so ein. Ah nee, warte mal, das kam von oben, von der Telefondose nach unten, deswegen hatte ich so ein komisches Kabel, stimmt. Und zum guten Schluss. Da unten ist ein Netzwerkkabel, was ich allerdings erstmal nicht brauche, das ist eh viel zu kurz, das übliche gelbe halt. So. Wisst ihr, was ich mache? Ich probiere das Ding jetzt einfach mal aus. Oh, 4G-Antenne. Vielleicht habe ich ja auch schon Internet. Vielleicht ist hier ja irgendwas noch. Wer weiß. Man muss ja alles mal einstecken. So, das ist jetzt hier die 4G-Antenne. Und da kommt dann irgendwo auch die SIM-Karte rein. Nein, da nicht. Das ist USB. Brauche ich da wirklich eine Anleitung für? Gibt's nicht. Wo soll ich denn hier? Hä? Warte mal, Triple SIM. Ach so, man. Das ist Triple SIM. Drei verschiedene Größen. Aber wo soll ich das Ding reinstecken? Ich habe hier. Da kommt die rein. Aber ich probiere es jetzt mal so aus. Und zwar, das Kabel ist lang genug, glaube ich, von hier aus. Ja, das ist lang genug. Das können wir hier ausprobieren. Ja, ich würde sagen, Strom. Also wenn ich da jetzt Internet habe, dann rast ich aber aus. So. Neues Kabel und schon verheddert. Das finde ich gut. So, haben wir hier irgendwo Strom? Haben wir hier vielleicht eine Steckdose frei? Und der Schreibtisch ist. Oh, der Schreibtisch ist. Den muss ich noch bei Bedarf verschieben. Okay. Dann muss ich noch unter den Schreibtisch kriechen. Einmal Tauchstation. Oh, nicht, dass ich hier was runterreiße, das möchte ich natürlich nicht. So. Strom hat er. Gibt es den Anknopf?
Ah, ne, leuchtet ja. Okay, leuchtet, 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 leuchtet. So. Das kommt ins DSL. Da kommt dann das Telefon rein, wenn ich denn eins hätte. Ich habe 10 Nummern, ja. Ich kriege 10 Nummern, aber ich habe kein Telefon. So, ist drin. WLAN, PowerDSL. Was muss denn hier alles leuchten? Ich schnell mal nachgucken. Schnellstartanleitung, Sofortstart, Home Server Speed. Ich will eigentlich nur wissen. Ah, hier steht es nochmal. DSL, VDSL, Telefon, da kommt das Telefon rein. WLAN-Taste, Decktaste. Das kommt darin, alles Klärchen. Telefondose in der Mitte, ja. Und dann, schön, dass hier nirgendwo steht. Ah. PowerDSL. Okay, die DSL-Verbindung ist gerade hergestellt oder ist unterbrochen. Das heißt, ich habe hier nichts. WLAN, leuchtet Dauer, funktioniert. Ja gut, ich habe kein Internet. Das hätte mich aber auch gewundert, ehrlich gesagt. Gut, dann müssen wir hier die SIM-Karte irgendwie reinstöpseln. Welche brauche ich denn da? Ich habe keinen Plan. Wo kommt die denn rein? Hä? Ah. Ah, dann brauche ich die. Ah, dann brauche ich die ganz große. Alles klar. Nein. Soll ich das denn? Ja, natürlich. Toll. Oh. Das ist aber eine Fummelei hier. Hoppala. So, und jetzt die wieder da rein. Und dann geht doch gar nicht. Ah doch klar, die muss so da rein. Ist das richtig so? Das müsste richtig sein. Okay. Das ganze Geblubbels kommt dann. Ah, der kann jetzt mal raus hier. Den brauche ich nicht. Antenne ist dran. Ach, jetzt weiß ich, wofür dieser Nupsi hier da ist. Der ist hier rausgeflutscht. Okay. Habe ich gemacht. Habe ich gemacht. Ja gut, das muss ich dann halt mit WLAN-Kabel, wollte ich schon sagen, mit Kabel in den PC. Und dann habe ich, glaube ich, 10 GB bis zum Bereitstellungstermin von DSL. Mache ich aber jetzt nicht jetzt, weil ich will erstmal, ich kriege gleich eh noch Besuch, Hilfe und so für Aufbau. Das bleibt erstmal so, ich mache später weiter. Kann man das Ding auch ausschalten? Ja, ganz einfach.